Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblock. Auch wenn es hier aussieht wie in dem letzten Industriegebiet, es ist das letzte Industriegebiet. Achso, Pujan. Ja, genau. Pujan ist auch da. Es ist mittlerweile 9:30 Uhr, ne? 9:30 Uhr irgendwas. 9:10 Uhr. Und wir sind mitten in Rijeka. Und wir werden euch gleich mehr erzählen nach dem Intro. Hi. Pujan und ich hier in Rijeka, mitten in Kroatien. In der Free Zone. In der Free Zone. Wir sind gerade eben angemacht worden von einem Polizisten, der uns fast erschossen hätte. Macht aber nichts. Nur mich. Pujan war außen vor. Weil wir in der Free Zone vom Hafen hier gejoggt sind. Was bedeutet Free Zone? Brust dich hier rein. Ich wollte erst mein Hemd ausziehen, weil ich gedacht habe, hey, Free Zone. Free ist das englische Wort für gesperrt. Stell dir vor, ich hätte Hemd und Hose ausgezogen, weil ich gedacht habe, Free Zone, super. Ja, das wäre FKK-Zone gewesen. Ja, was heißt FKK auf Englisch? Free. Ah, siehst du. Bist du schon mal am Bahnhof gejoggt? Wir sind gerade über die Gleise gejoggt. Wir sind gerade über die Gleise gejoggt und die Bahnhofstation entlang, da war ich noch nie. Ich bin noch nie an einem Bahnhof. Für jeden, der nach Rijeka kommen will, das hier müsst ihr nicht sehen. Ja, da ist der Ausgang. Islas. So nennt sich das hier. Auf die. Ich bin jetzt hier an der Post und ich habe natürlich mein Päckchen zu tragen, wenn ich einen Pujan dabei habe. Er macht jetzt hier ein Versteckspiel und rennt natürlich wieder weiter, ist ja klar. Ja. Und da steht er schon wieder. Ja, hat er gut gemacht. Pujan hat Probleme mit dem Knie. Wir müssen jetzt ein bisschen langsamer machen. Der alte Mann und das Meer macht's ja auch, ne? Gut. Das ist ganz schön Verkehr. Total idyllisch hier an dieser Joggingstrecke, die uns empfohlen worden ist von unserem Vermieter. Voll cool. Ja, mal gucken, wann das Idyllische wirklich kommt. So in 8-9 Kilometern wahrscheinlich erst. Erst dann, wenn Pujan komplett in sich zusammengebrochen ist. Ist ja auch die Free Zone. Ja, Free Zone, genau. Ja, wir haben einen Verletzten. Pujans Knie macht die Biege. Aber. Ist da abgewogen. Ja. Das ist aber auch dem Alter geschuldet, ne? Ah. Schmeiß dich gleich in die Free Zone, dann bist du erschossen, das ja. Weißt du. Ja, genau. Also hier wirklich total schön hier an der Autobahn in Rijeka. Du musst lauter reden. An der Autobahn in Rijeka ist es voll schön und idyllisch. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Hier sind zwar überall Strände und so. Wir sind direkt am Meer, aber nein, wir laufen an der vierspurigen Autobahn. Alter, okay, also du verabschiedest dich. Viel Spaß noch. Und ich leben da. Ich laufe weiter. Genau. Ciao. Bringt ja nichts. Gut. Also. Wir sehen uns, sehen uns! Ich glaube, ich habe niemals einen scheißeren Weg gehabt als den ich jetzt hier gerade laufe. Hier ist nur Verkehr und irgendwelche hässlichen Gebäude, eine Straße, mehr nicht. Ich weiß nicht, warum unser Vermieter uns diesen bescheuerten Tipp gegeben hat, einfach nur die Straße lang zu laufen, das wäre total gut. Da kann man 15 Kilometer weit laufen. Ja, aber es ist ja eine Verkehrsstraße. Kein Strand oder sowas. Was ein Käse, ehrlich. Naja. Ich laufe jetzt einfach mal weiter und guck mal, wo mich das hinführt. Ja. Was ja auch lustig ist, wie hinten hier, jetzt kommen ja lauter irgendwelche Jogger entgegen. Also scheinbar ist das hier in Rijeka wirklich die Joggingstrecke. Ich kann doch nicht joggen, dauerhaft. Einmal und nie wieder. Boah, bitte nicht nachmachen. Wenn ihr in Rijeka seid, lauft nicht am Hafen rechts. Käse, ehrlich. Schau mal, wie schön das ist. Das ist doch wirklich idyllisch hier. Mann, oh Mann. Da hinten die tollen Wohnblocks da, die Hochhäuser, sieht man jetzt erst. Guck mal. Also, so schön hier. Richtig schön. Da haben wir uns was geleistet. Mensch, Mensch, Mensch. Das Gute ist, ich habe die Straße mittlerweile komplett für mich alleine. Alles riesengroß.
sieht ja total hässlich aus, aber keine Sau hier. Es ist ja derzeit Sonntag und sonntags fährt hier keine Sau, weil hier ist ja Industriegebiet, wird doch nicht gearbeitet. Bescheuert, wo ich hier lang laufe. So, jetzt habe ich die Faxen dicke. Hat keinen Wert. Hier kriegst du ja eine Augenentzündung, ehrlich. Ich laufe jetzt wieder zurück den Weg. Bin jetzt eine gute halbe Stunde hierher gelaufen. Bringt nichts. Ist zu hässlich. Ich muss wieder zurück und an die Theke. Von Rieke irgendwo. Irgendeiner wird sich finden. Quatsch da. Meld mich gleich, wenn ich wieder da bin. Mann, Mann, Mann. So, jetzt bin ich wieder in meiner Heimat angekommen. Da, wo ich wohne. In Rijeka. Seit ich mich von Pujan getrennt habe, ist eine Stunde vergangen. Also eine Stunde richtiges Joggen. Nicht klingeln. Eine Stunde richtiges Joggen. Und es war okay. Also, war zwar sehr hässlich hier, aber müssen wir machen. Also runter vom Sofa, Sport machen, auch im Urlaub. Cheerio, Miss Sophie.